Ankommen und aufbrechen. Ich stapfte die letzten Stufen zu meiner Haustür hoch. Mit müden Händen zog ich den Schlüsselbund aus der Jackentasche und schloss die Tür auf. Wie immer wurde ich mit Schwanzwedeln und freudigem Gebell empfangen. Rika! Ich ging in die Knie, um sie zu streicheln, kraulte sie hinter den Ohren und knuddelte sie so richtig durch. Sie schmiegte sich an meine Schulter und stupste mich mit ihrer Nase zärtlich an. So blieben wir eine Weile, aneinander geschmiegt, einfach froh, dass der andere da war. So wie es unser Ritual war, wenn ich nach Hause kam. Egal, ob es regnete, die Sonne schien, ich müde oder gestresst war oder einen guten Tag gehabt hatte. Das Knuddeln mit Rika sagte mir, jetzt bist du zu Hause. Schließlich nahm ich ihr Gesicht in meine Hände und sah ihr in die Augen. Na, mein Mädchen, sind Sam und seine Freunde doch nicht da? Der Labrador-Retriever legte den Kopf schräg und gab ein gleichgültiges Bellen von sich. Ich lachte. Du hast ja recht, kann uns gerade egal sein. So haben wir unsere Ruhe, nicht wahr? Ich stand auf und hängte meinen Schlüssel an die Wand, neben Sams Haken, an dem nur noch der Müllschlüssel baumelte. Vermutlich war die Bande im Pub zwei Straßen weiter. Ich ging in die Küche, holte mir ein Glas Orangensaft und ging damit ins Schlafzimmer. Ich nahm meinen Rucksack, begann ihn auszupacken und die Sachen im Schreibtisch zu verstauen. Meine Oma hatte immer gesagt, das Erste, was man tut, wenn man nach Hause kommt, ist ankommen. Denn nur wenn man irgendwo angekommen ist, kann man wieder losgehen. Außerdem ist der Ort, an dem wir uns gerade befinden, der einzige, an dem wir wirklich sein können. An einem anderen Ort hängen bleiben, ist nur verschwendete Lebensenergie. Also hatte ich mir angewöhnt, immer wenn ich nach Hause kam, meinen Rucksack auszupacken. Auch wenn ich nur in der Uni und auf der Arbeit gewesen war und ich die meisten Sachen morgen sowieso wieder brauchen würde, beruhigte es mich irgendwie. Ich ließ die Gedanken an die heutigen Vorlesungen und all die verrückten Sachen, die bei der Arbeit passiert waren, an diesen Orten zurück und kam ganz in meiner Wohnung an. Als ich fertig war, schlenderte ich ins Wohnzimmer. Ich streckte mich und sah aus dem Fenster, freute mich, genau da zu sein, wo ich war. Ich liebte den Ausblick auf die Dächer. Jetzt fühlte ich mich so richtig angekommen, so hier. Also dann, nichts wie weiter. Ich holte mir noch ein Glas Saft, füllte Apfelchips in eine Schüssel und stellte beides auf den Sofatisch. Dann holte ich das Buch aus dem Schlafzimmer. In eine Decke eingemummelt, setzte ich mich damit aufs Sofa. Freudig gesellte sich Rika zu mir und legte den Kopf in meinen Schoß. »Na, dann wollen wir mal«, sagte ich lächelnd, strich sanft über den Einband des Buches und schlug es an der Stelle auf, an der eine kleine Vogelfeder hervorlugte. Ich sah mich ein letztes Mal im Zimmer um, so wie ich es immer machte, wenn ich wieder aufbrach. Dann senkte ich meinen Blick auf die Buchstaben und ließ mich von ihnen vertrauensvoll in eine andere Welt führen. Meine Oma hatte immer gelacht, wenn ich mich, gleich nach dem Nachhausekommen, mit einem Buch im Zimmer verschanzt hatte. Kaum angekommen und schon geht sie wieder. Pass mir bloß auf, dass du nicht vergisst, in welcher Welt du dich gerade befindest. Rika begann auf meinem Schoß leise zu schnarchen, während ich zu neuen Abenteuern aufbrach. Ich trat aus dem Wald heraus. Da war das Haus. Ich konnte ihn sehen, wie er tanzte, mit den Flammen um ihn herum. Sie schienen wirklich seine Freunde zu sein. Lächelnd streichelte ich Rika über den Kopf und versank in einer anderen Welt aus Tinte und Papier.